Wir befinden uns hier am 20. März in Kassel. Neben mir steht Heiko Schöning. Lieber Herr Schöning, wie empfanden Sie den Tag heute? Wie fühlen Sie sich hier? Wir haben heute den Tag von internationalen Demonstrationen. Dazu kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was sagen. Aber hier in Kassel ist es wunderbar zu sehen, dass so viele gesunde Menschen da sind, die für ihre Grundrechte einstehen und die auch sagen, nein, so geht es nicht weiter. Dass das hier abläuft, ja, das ist nicht rechtens. Und das ist auch mit ein Hauptgrund, warum ich auch immer wieder halt gehindert werde, zu sprechen, ja. Und wir haben es auch leider natürlich auch in Deutschland halt hier viel Zersetzung, viel Sonstiges, das immer wieder gehindert wird, nicht auch mit geheimdienstlichen Maßnahmen, dass diese Fakten nicht da sind, dass lieber auf die Bühne halt irgendwie so ein bisschen Tralala kommt, aber nicht diese harten Fakten. 6. März 2020 war es möglich, in Stockholm das zu sagen. worldfreedomalliance.org, ja, einfach raufgehen,